Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chain Simworld 3, der Dennis spielt das. Und zwar befinden wir uns in Fulda. Und zwar sind wir gerade vom ICE 3 in den ICE 1 eingestiegen bzw. umgestiegen. Und werden unsere Fahrt jetzt nach Kassel-Wilhelmshöhe fortfahren. Haben wir uns hier schon soweit den Zug aufgerüstet. Werden jetzt noch ein wenig hier die AFB aufschalten. So. Na, komm. Und dann können wir eigentlich auch schon losfahren. Bremsen sind gelöst. Auf geht's! Aber die Siefe habe ich doch eigentlich gedrückt, oder? Jetzt ist er auch an. Jetzt ist er eingeschaltet. Gut. 86 Kilometer bis nach Kassel. Kann mir nicht helfen, aber irgendwie fährt es schwerfällig los. Sie fahren auf jeden Fall. Wunderschön, der Sonnenuntergang. Wunderschön. Traumhaft. Einfach nur schön aus. Einfach nur schön. Direkt magisch. So, dann fahren wir jetzt eine gute halbe Stunde bis Kassel. Das wird der ICE sein von gerade, der ICE3, den wir gerade bis nach Fulda gefahren haben, der ja gerade schon losgefahren ist. Wir warten wahrscheinlich am roten Signal darauf, dass wir vorbei sind. Das wäre sein Ziel. Wir haben grün und er da muss fahren. Tja, so ist das halt.
dann dürfen wir auch gleich schon 250. Wunderschön. Also das ist, wie gesagt, das ist immer noch das Szenario. Auf nach Kassel. Teil 2. Nachdem wir jetzt in Fulda den Zug gewechselt haben von ICE 3 in ICE 1, mit dem wir unsere Fahrt nach Kassel fortsetzen. Wunderbar, so soll es sein. Ach ja, ihr könnt ja jetzt die Tunnel zählen. Das ist, glaube ich, jetzt der erste und längste. Und gleich sogar 280. Wunderschön. Bin aber gespannt, ob wir die 300 noch packen. 330. Natürlich nicht. Ich werde jetzt nicht anfangen, hier irgendwie Führerstandslicht anzumachen, weil ich habe bei dem Kollegen Felix der Weise ein Szenario gesehen von Transimworld 3 mit einem Güterzug bei Nacht und er hat dann ja, Führerstandslicht eingeschaltet und war dann plötzlich entgleist und das Szenario war vorbei. Und ich habe keine Lust, dass mir das passiert, deswegen werde ich das jetzt erstmal lassen. Aber es ist jetzt auch eigentlich gar nicht nötig, weil die Tunnel, die gehen ja vorbei und draußen ist ja nur noch Licht genug. Daher braucht man das natürlich nicht.
gespannt, ob es noch Regen gibt oder Gewitter oder man weiß es nicht, wie sich das Wetter hier noch verändert. Übrigens, habt ihr schon die Funktion gefunden, wie man das speichern kann? Zwei. Also ich weiß im Moment noch nicht, wie ich meine Szenarien speichert. Die Funktion scheint es noch nicht zu geben, was ein bisschen schade ist. Weil wenn man hier ein Szenario fährt, was locker über eine Stunde geht, und das geht jetzt zum Beispiel dies hier, dann ist das schon ein bisschen blöd, wenn man da nicht zwischendurch speichern kann. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, wo es diese Funktion gibt oder ob die noch kommen soll oder ob die irgendwie versteckt ist, lasst es mich bitte wissen, weil ich weiß es aktuell noch nicht. Wieder zu bei 250.
Fenster los, das ist doch ganz schön. Schon fast die Hälfte geschafft, noch 16 Kilometer. Ja, die Strecke kennt ihr ja schon von Fulda nach Kassel, von Kassel nach Fulda. Sehr, sehr tunnellastig, aber kann man nichts da machen. Ist halt so. Zwei Drittel gemessen an der Streckenlänge liegt der Tunnelanteil in dem rund 80 Kilometer langen Neubauabschnitt zwischen Kassel und Fulda besonders hoch. Insgesamt wurden hier 25 Röhren errichtet. Von 133 Streckenkilometern in Niedersachsen liegen 33 Kilometer in insgesamt 15 Tunnel. So wisst ihr Bescheid. Gerade noch, ist zwar letztes Jahr April gewesen, aber steht hier, Essen-Jugendliche sollen mit Rollern im ICE-Tunnel gefahren sein. Mehrere Jugendliche sollen mit ihren Motorrollern in einem Tunnel an der ICE-Strecke voller Kassel gefahren sein. Was soll man dazu sagen? Da kann man nichts mehr zu sagen, oder? Außer lebensmüde, absolut lebensmüde. Also das ist wirklich so, dass da so viele Tunnel sind. Aber um nochmal auf die Jugendlichen zurückzukommen, die da mit ihren Motorrollern im ICE-Tunnel unterwegs gewesen sein sollen.
Wie kommt man auf so eine Idee? Könnt ihr mir das mal sagen? Wie kommt man auf so eine Idee? Auf so eine Schwachsinnsidee? Absolut unnormal. Das ist doch krank. Lebensmüde. Pure Lebensmüde. Traumhaft. Wunderschön.
Dampf. 13.000 haben wir gerade mal, das sind jetzt gut 25 Kilometer. Könnte knapp werden. So, ob die Sonne noch untergeht, beziehungsweise ob es Nacht ist, oder zumindest dunkel, bevor wir ankommen. Also 19:36 Uhr sollen wir ja ankommen. Ob es dann schon dunkel ist, gute Frage. So, schauen wir mal. Wunderschön. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da eure Meinung zu habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin auf jeden Fall rundum zufrieden. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass man nicht speichern kann. Das finde ich ein bisschen blöde, weil, wie gesagt, da diese längeren Szenarien waren von über einer Stunde und kann ja immer mal was passieren. Ne? Wenn man da nicht gespeichert hat, ist dann blöd, damit von ganz vorne anzufangen. Das ist echt doof. Das wusste ich bei diesem Szenario auch. Ich musste wieder in Würzburg starten. Mit dem ICE3. Bis nach Fulda. Und dann hier in den zweiten Teil beginnen. Also in Fulda. Das war ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber lässt sich nicht ändern. Wenn man nicht weiß, wie gespeichert wird, beziehungsweise die Funktion nicht gegeben ist. Das ist ein bisschen doof. Samstag bereits auf ein neues Video freuen. Natürlich auch von Chains in World 3, auch ein Szenario. Und ich weiß noch nicht genau welches, aber ich habe da schon so ein, zwei im Auge, die ich euch gerne präsentieren will. Und ihr könnt euch da auf jeden Fall drauf freuen, was euch da so geboten wird, auf jeden Fall. So, wir haben gleich 180, oder sehe ich das? Ist das 100? 80 in gut 9 Kilometer. Wobei das mit Sicherheit früher kommen wird, weil wir haben ja nur noch 13.
So, die letzten 10 Kilometer in diesem Szenario brechen an. Und da sind wir da, in Kassel-Wilhelmshöhe. Es fährt 180, wie es aussieht. Oder? Ne, es fährt noch 100. Jetzt bremst du doch richtig. Stark. Ende, das heißt PCB. Zugbereinigung. Jetzt finden wir mal Geschwindigkeit weg. Ach, scheiße. So, 100 fahren wir auf jeden Fall, da sind wir auf jeden Fall drunter. Wer ist mit dir? AFB runterschrauben. Tiefer. So,
ich bleibe jetzt einfach mal bei 100, weil es bringt, glaube ich, jetzt nichts, nochmal auf 130 zu beschleunigen, ist auf jeden Fall meine Meinung. Dass 80 ist. Ich wusste es einfach. So langsam fahren wir den Kasseler Hauptbahnhof ein. Welchen Gleis kommen wir denn überhaupt an? Steht gar nicht dabei. Dürfte sich aber um Gleis 1, 2, 3, 4 handeln, wenn ich alles täuscht. Gleis 7, okay, er wird von der anderen Seite gezählt. Wahrscheinlich. In der Abenddämmerung im Sonnenuntergang kommen wir in Kassel an. Oh, was ist denn hier los? Meine Güte. Jetzt schon eine andere. Bleiben wir unter 65. Ich denke, das sollten wir schaffen. Ist ja schön, dass der das sogar noch anzeigt. Bleiben sie unter 49, 46. Ja, sind wir alles, haben wir alles erreicht. Wunderbar, warten Sie bis 19:36 Uhr. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Naja, dann ist das halt so. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wir werden jetzt noch abwarten, was hier unsere Auswertung erbringt. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas zu tun hier in Kassel. So, ich werde das jetzt mal eben die Zeit ohne euch vergehen lassen, weil damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich werde rechtzeitig dann wieder zurück sein. Auf jeden Fall. So, da bin ich wieder und bin mittlerweile hier ausgestiegen. Beziehungsweise habe auf Außenansicht geschaltet. Habe den Fahrmotorlüfter mal ausgemacht, weil der muss den Bahnhof nun wirklich nicht laufen. Und wir haben noch 2 Minuten, gute 2 Minuten. Ich kann mich ja mal so ein bisschen hier unten hier umsehen. Kommen wir überhaupt hoch? Ja. Ah ne, hier ist Stopp. Naja, dann ist das so. Da steht noch ein ICE 3. Er wartet auf Abfahrt. Folgezüge gibt es keine. Was steht da oben? Retard to everyone 177 Minuten. Verspätung. Circa.
177 Minuten. Na, ich hoffe, die meine ich uns. Kann doch gar nicht wahr sein, oder? Delay approximately 77 Minuten. Ja, na, ist klar. 16.32 Uhr, wann sind wir hier? 19.35 Uhr. Okay. Das sind 3 Stunden. Kommt aber hin mit 177 Minuten. ICE3 hat Ausfahrt, wunderschön. Auf gute Fahrt. So, ich würde sagen, springen wir mal wieder in unseren Zug und warten, was passiert in 5, 4, 3, 2, 1, bitte! Gut gemacht, sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. So, wir stehen einfach von selber auf. Wollen wir jetzt den Zug verlassen? Ich denke, oder? Gehen wir einfach. Nö, wir brauchen nicht mehr raus. Gesamtpunktzahl 15.718. Wir haben Gold erreicht. Das ist wunderschön. Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg haben wir knapp Level 7 erreicht. Den ICE 1 bzw. den ICE 3 haben wir auf Level 5. Und wir haben aber auch noch den 401 gefahren, ne? Wird ja auch noch angezeigt. Nee. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Abend. Freut euch aufs Wochenende. Morgen ist Freitag. Am Wochenende kommt natürlich wieder ein neues Video mit mir zusammen raus von TSW3 unter anderem. Und ja, wohin geht's als nächstes, Danny? Das weiß ich noch nicht genau. Ich werde es mir überlegen. Ihr werdet sehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye bye und tschüss.